Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen zum Scheunenfund, den Ferrari Dino 246 GT aus dem Jahre 1969. Und den schauen wir uns heute im Forza Vista mal etwas genauer an. So, da haben wir dieses gute Stück. Und was es genau damit auf sich hat, das lassen wir uns jetzt einfach erklären. Da müssen wir eine Sekunde warten und dann bekommen wir die Informationen zu diesem schönen Fahrzeug. Ganz spannend vom Design her, wenn man beim... Was soll ich über Ferrari noch sagen? Moment, sagen wir mal Komm kurz schon, das ist Ferrari. Enzo Ferrari war ein Perfektionist, der angeblich über seiner Werkstatt wohnte, damit er jederzeit nachts an seinen Autos arbeiten konnte. Er und sein Rennteam sicherten sich so gut wie jeden wichtigen Formel-1-Rekord und wahrscheinlich auch die Farbe Rot. Sein Name ist heute eine der größten Marken der Welt. Jedes Jahr werden die Ferraris noch schneller, noch fortschrittlicher und noch teurer. Und die Leute würden immer noch ihre eigene Mutter verkaufen, um einen in die Finger zu kriegen. Ich meine, ich würde es tun. Tut mir leid, Mom. Tja, schade um die Mutter, aber was soll's für so ein Fahrzeug? Da wird sicher einiges geopfert. Und das Design ist ja wirklich, Ferrari-like. Man, auch wenn es schon ein altes Fahrzeug ist und trotzdem hat es irgendwie einen Erkennungswert. Ja? Man, die Farbe Rot ist sowieso ganz klar. Also es ist, man, das Ferrari muss eigentlich rot sein, obwohl es auf der anderen Seite wieder ein bisschen fad ist. Aber gut, wir schauen jetzt mal rein. Was gibt es hier zu sehen? Ja, da vorne ist nicht den Motor zu vermuten. Nö, hier haben wir ein Reserverad. Man, da bin ich mir sicher, also ich glaube, kein Ferrari gibt es mehr, wo es ein Reserverad hat. Und man, das ist bei normalen BKW auch schon so, dass es meistens einfach so ein Reparaturset drinnen ist. Aber normale Reserveräder gibt es glaube ich kaum. So, wenn wir jetzt weiter rüber schauen, dann drinnen ist auch ganz witzig zu sehen. Kopfstützen sind jetzt direkt hier verbaut in diese Rücken, in diese Trennwand, muss ich sagen. Also nicht direkt am Sitz vom Fahrzeug, sondern an der Trennwand. Und der Trennwand natürlich hier, wo geht es hin? Zum Motor. Und der ist ziemlich weit vorne. Ist also ist eigentlich schon Mittelmotor quer eingebaut. Auch schon hier links die Luftansaugung, ganz ein dickes Rohr geht da hin. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, ich bin jetzt kein Fahrzeugexperte, ist es ein Sechszylinder. Also wir sehen hier unten sechs Zündkerzen, einen V-Motor und nämlich gegenüberliegend oben sehen wir denselben Ventildeckel noch einmal. Also ein Sechszylinder-Fahrzeug, auch ganz spannend. Also vier Auspuffrohre. Moment, da ist noch geklappt. Da gibt es wirklich tatsächlich einen Kofferraum, kann das sein? Oder war das jetzt das, was ich aufgemacht habe? Ja, schau, wir haben direkt einen Kofferraum. Da kann man wirklich was reingeben. Ja, auch spannend. Die Frage ist, ob das von der Temperatur nicht interessant wird, obwohl hier oben haben wir Luftauslässe. Und hier seitlich. Man Luft einlasse. Bei der Tür sieht man diese Vertiefung. Ja, schöne Sache. Und wenn ihr hier unten schaut, die Zentralmutter bei dem Rad. Also das mit einer großen Mutter wird das Rad fixiert. Nicht immer so heute annehmen. So machen wir alles auf mit einem Tastendruck und dann stellen wir nochmal ein. So, die Hupe ist einmal schön, aber hier das Cockpit, man, diese großen, ein Lederlenkrad, diese großen Lenkräder. Hier die Schaltung, Fünfganggetriebe, Retourgang. Immer wieder spannend, wie Forza Vista, wie schön die das hier alles abbilden. Es macht wirklich Spaß, das anzuschauen. Da starten wir mal an. Also ganz ein spannendes Fahrzeug. Ja, das war der Dino, der Ferrari Dino. Warum er Dino sich nennt, ich kann es jetzt nur, abschätzen. Irgendwie vom Gesicht vorne her, wenn wir uns das jetzt anschauen, ja, könnte schon was haben von einem Dinosaurier. Aber so ganz, naja. Ganz ein spannendes Vehikel.
Ja, das war's jetzt hier von Forza Vista, der Ferrari Dino. Ja, nächstes Mal schauen wir uns das nächste Auto an. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wir sehen uns wieder. Pfiat euch. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.